das Einschalten eines Stroms von 2 Ampere in einer Spule mit 1000 Windungen erfordert 0,2 Sekunden, das Abschalten 0,02 Sekunden. Die Spule hat einen Querschnitt von 10 hoch minus 2 Quadratmeter und eine Länge von einem halben Meter. Die Permeabilität des sich in der Spule befindenden Eisenkerns beträgt 4 mal Pi mal 10 hoch minus 5 Teslameter pro Ampere. Berechne die induzierte Spannungen des Ein- und des Abschaltstroms. Wir schalten hier den Strom ein, daher dieser Vektor Magnetfeld. Die Stromstärke groß I beträgt 2 Ampere. Die Anzahl Windungen groß N ist gleich 1000. Die Zeitspanne Delta T on beträgt 0,2 Sekunden und die Zeitspanne Delta T off beträgt 0,02 Sekunden. Der Querschnitt von dieser Spule hat als Flächeninhalt groß A 10 hoch minus 2 Quadratmeter. Die Länge der Spule beträgt 0,5 Meter. Die Permeabilität μ beträgt 4 mal Pi mal 10 hoch minus 5 Teslameter pro Ampere. Der Winkel Theta, der gebildet wird durch den Vektor Magnetfeld und einen Normalvektor zum Querschnitt der Spule, ist 0 Grad. Wir suchen die induzierte Spannung on und die induzierte Spannung off. Beide Spannungen werden in Volt ausgedrückt. Wir beginnen mit dieser Formel und mit dieser Formel. Hier haben wir Delta Phi gleich B mal A mal Cos von Theta, wo Theta 0 Grad misst. Der Cosinus von 0 Grad ist 1, also finden wir für Delta Phi einfach B mal A. Jetzt nehmen wir noch diese dritte Formel zur Magnetfeldstärke im Innern einer Spule und wenn wir diese drei Formeln kombinieren, dann finden wir, dass die induzierte Spannung durch dieses Produkt berechnet wird, also durch dieses Produkt. Diese Formel werden wir in beiden Fällen anwenden. Zuerst die Induktionsspannung on. Diese Formel ergibt dann sofort dies. Wir haben hier Delta T durch Delta T on ersetzt, also 0,2 Sekunden. Und so finden wir als induzierte Spannung on minus 8 Pi, also ungefähr minus 25,13 Volt. Jetzt dasselbe für die induzierte Spannung off. Wir wenden wieder diese Formel an. Dieses Mal ersetzen wir jedoch Delta T durch 0,02 und das führt dann sofort zu minus 80 Pi, was also bedeutet, die induzierte Spannung beim Abschalten des Stroms beträgt ungefähr minus 251,33 Volt.